Ein Bilderbuch ist eine tolle Sache, um dich an dein Abenteuer zu erinnern. Als Puh sich an den Geburtstag von Ru erinnerte, vergaß er völlig das Rumpeln in seinem Bäuchlein. Heute hat Ru Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk für ihn. Ich frage mal Kenga, ob sie weiß, was Ru so mag. Ich glaube, ich brauche eine Kurbel, um die Brücke herunterzulassen. Das Tor ist zu. Vielleicht kann Kenga es öffnen. Hallo, Kenga. Ich suche ein Überraschungsgeschenk für Ru. Ich dachte, du weißt sicher, was er am liebsten mag. Ach, wie nett von dir, Puh. Ich weiß, dass Ru so gerne Tiggers Hula-Hoopla-Sprung lernen würde. Das wäre ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk für ihn. Das ist eine wunderbare Idee, Kenga. Aber dafür brauche ich Tiggers Hilfe. Ich weiß nicht genau, wo Tigger steckt. Aber frag doch mal Rabbit. Ich glaube, dass er im Wald ist. Frag doch mal Rabbit, ob er Tigger gesehen hat. Hallo, Rabbit. Hast du zufällig Tigger gesehen? Tigger? Ah ja, Puh, er ist zu Hause. Aber leider erreichst du ihn nicht. Tiggers Gehüpfe hat eine Gerölllawine ausgelöst, die den Weg versperrt. Ohne Schaufel kommst du nicht durch. Wo finde ich denn jetzt eine Schaufel? Ich habe eine auf dem Weg zu Ferkels Haus gesehen, ja. Aber um die Brücke herunterzulassen, brauchst du eine Kurbel. Falls du Tigger suchst, ich glaube, er ist da lang gelaufen. Hm.
Ich glaube, eine Schaufel käme jetzt sehr gelegen. Vielleicht kommt die Brücke ja herunter, wenn ich die Kurbel da drehe. Oh, herrje, ich krieg diese Schaufel nicht aus dem Boden. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Oh, Gopher, könntest du mir helfen, die Schaufel herauszuziehen? Klar! Ich drück von unten und du schnappst sie dir. Aber du musst dich beeilen. Ich kann dir nicht lange helfen. Für solche Dinge gibt es feste Regeln. Oh, danke, Gopher. Hoho! Stets zu Diensten, Kleiner. Vielleicht kriege ich mit dieser Schaufel den Weg frei.
Ach je, das Tor ist zu. Oh, hallo, Tigger. Hallo, Puh. Tigger, ich wollte bloß fragen, ob du Ruh deinen Hula-Hoopla-Sprung zum Geburtstag beibringen kannst. Natürlich kann ich das, Puh. Schließlich ist Hüpfen das, was Tigger am besten können. Aber erst brauche ich mal deine Hilfe. Ich habe angefangen zu hüpfen und kann nicht mehr aufhören. Verstehe, aber wie kann ich dir helfen, Tigger? Wenn du diesen Schlüssel nimmst, findest du vielleicht was Nützliches, um mich drüben bei meinem Haus anzuhalten. Oh je, der Schlüssel ist heruntergefallen. Aber ich gehe ihn suchen. Wiedersehen, Tigger.